Hi meine Lieben, heute mache ich ein neues Video. Wie ihr sehen könnt, ich habe ein neues Piercing. Ein Lippenpiercing, das habe ich seit gestern. Ich habe es mir stechen lassen, weil ich wollte eigentlich schon länger wieder was an der Lippe. Aber ich wusste erst nicht so ganz genau was. Ob ich also hier links eins oder ein Medusa hier oben oder ein Madonna hier oder ein Eskimo. Also Eskimo ist hier auf dem Lippenrot die Kugel und hier unten kommt es wieder raus. Das finde ich auch total schön. Hatte ich auch schon zweimal. Aber ja, jedenfalls wollte ich jetzt mal was zu meinem Piercing erzählen. Und zwar... Die Abheilzeit, denke ich, wird wie bei allen genau gleich dauern, so 4 Wochen ungefähr oder halt ein bisschen länger auch, also bis es wirklich abgeheilt ist. Aber nach 2 Wochen kann ich den Stab wechseln gehen, da kommt dann einen kleineren Stab rein und danach habe ich halt auch die Möglichkeiten, ich habe hier mal was, andere Schmuckstücke reinzusetzen und zwar... Einmal so eine Spirale. Da kommt da vorne noch eine Kugel hin, die ist mir vorhin runtergefallen. Ich habe jetzt auch keine Lust zu suchen. Oder es gibt auch Klemmringe in verschiedenen Größen. Das ist jetzt ein kleiner. Aber ich habe hier noch einen größeren, dass man das sehen kann. Da ist dann die Kugel einfach wieder hier reingeklemmt. Hier ist dies mit Glitzerstein. Die sind eigentlich auch ganz cool, aber das Problem bei denen ist halt, dass man die Kugel, also wenn der Ring dann drin ist, dass man die Kugel dann nicht immer drauf kriegt. Ich kann aber auch ein Hufeisen reinmachen, das sieht dann so aus. Das hat hier vorne 2 Kugeln, kann ich dann auch beliebig auswählen, wie ich will. Pflegen muss ich es jetzt morgens und abends mit Octenisept, also Desinfektionsspray für Piercings und Wattestäbchen draufsprühen und dann hier drumherum. Und beim Zähneputzen halt Mundspülung benutzen, was ich eh immer tue. Das war es dann auch schon. Und jetzt wollte ich noch was zu meinen anderen Piercings hier erzählen, zu meinen Mikrodermals, Mikrodermal, Mikros, wie man auch sagen will dazu. Weil viele glauben, dass ich die aufgeklebt habe, was halt natürlich nicht so ist, weil die werden unter die Haut gesetzt und die verwachsen dann mit der Haut. Und die sind auch gar nicht so groß. Jetzt seht ihr gleich ein Bild, wie die aussehen. Ja, und wie ihr gesehen habt, die haben halt 3 so kleine Löcher und die verwachsen dann, also da wächst dann Haut drüber und die sind dann quasi bombenfest mit der Haut verwachsen und da kann man halt dann nicht einfach mal, ja, ich will nicht mehr, mal schnell rausmachen, wie beim Lippenpiercing oder was anderes. Die sind halt einfach in der Haut drin. So, das Stechen, wie das jetzt genau abläuft, das kann ich euch nicht sagen, weil ich bin ja nicht daneben gestanden, weil ich war ja selber da dabei. Und ich habe aber ein bisschen im Internet geguckt und habe mir auch erklären lassen beim Piercer. Also es ist wie so ein Kugelschreiber, wo die Mine dann halt drin ist. Und das wird dann einfach an die Haut, also an die Stelle gemacht und dann wird es einmal rundherum gedreht. Und dann wird es hochgehoben und dann ist ein kleines Loch da drin und dann wird es halt da so drunter gesetzt in die Haut rein. Und dann wird ein Pflaster, ein richtig krass starkes Pflaster, wird dann da drauf geklebt, dass es dann richtig an der Haut dran ist und dass es halt fest wachsen kann. Das Pflaster muss die ersten 2 Wochen durchgängig drauf bleiben. Also morgens, mittags, abends 24 Stunden rund um die Uhr. Also man kann es auch schon wechseln, das ist ja nicht das Problem. Aber es soll halt 24 Stunden rund um die Uhr dran sein, dass es eben mit der Haut verwachsen kann. Ja, was ich dann noch sagen wollte, man kann auch statt diese 2 einzelnen, also es sind ja 2 einzelne, kann man auch ein Surface reinmachen.
Das ist jetzt so ein eckiges. Ich weiß nicht genau, ob die auch ein eckiges dann reinmachen oder ob die ein rundes reinmachen. Dann auch die Möglichkeit, dass man das halt unter die Haut setzt und dass es dann halt hier einfach zwei Kugeln dann sind. Es würde dann so aussehen. Wie das halt da mit der Abheilung und so ist, das kann ich euch leider nicht sagen. Aber wenn es euch dann gefallen hat, das Video, dann freue ich mich. Ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch oder einen Kommentar, wenn irgendwelche Fragen sind oder sowas. Oder Wünsche oder Anregungen oder was auch immer euch so belastet, schreibt mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.